So, da sind wir wieder mitten im Level von. Ich weiß gar nicht mehr. Fallen Forest? Nein. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, wie der Wald hier heißt. Noch 10 Erfahrungen, weil ich auch mal wieder ein Level. Aber erstmal wieder Horden von Untoten. Aber können die alle nix? Nicht mal tot bleiben. Und ich hatte das eigentlich immer für eine ziemlich einfache Aufgabe gehalten. Bleib tot. Okay. Aber ich würde mir Gedanken machen, wenn ich nicht mal das hinbekomme. Zu dumm zum Sterben. Ja. Ja, flieg und. Ich dachte, flieg. Ja, flieg. So, was macht das Tor auf? Vermute ich. Ah, diese Rätsel sind manchmal schon. Wie soll man dahinter kommen? So, als erstes dich und du bist da oben doch immer noch. Ja, so geht's natürlich auch. Ich glaube, da oben habe ich nichts übersehen. Hoffe ich mal, wo es Erfahrung gibt. Also geht's weiter. Und was gibt's hier? Nichts gibt's hier. Außer schlechten Timings von mir. Da musste ich hinterher. Okay, ich will da oben drauf, glaube ich. Sehe ich irgendwie die coolste. Das muss ich einfach mal so sagen. So? Das sollte dem mir ein bisschen Sicherheit geben. Mist. Ach, da kann ich mich festhalten. Wieso so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Und ich gehe auf Tauchstation. Hey, komm. Gucken wir mal weiter, was hier unten so ist. Versteckte Erfahrung. Da ist überall Wand. Da ist noch Erfahrung. Ich sehe es doch genau. Oder? Ist das nur Blumenpflanzen-Dinger? Ist gar nichts. Okay, ist keine Erfahrung. Egal. Gehen wir mal weiter. Ja, hier könnte man auch noch ins Wasser. Gehe ich auch noch mal kurz. Okay. Soll sie schwimmen. Es geht irgendwie schneller als sein Getrampel. Level up. So komme ich da dran. Gucke ich erst nochmal in die Truhe, bevor ich das Level up verteile. Necklace of Power. Das hört sich doch schon mal gut an. Increases damage by 25% for weapons as uses energy. Na gut. Sie hat Feuerpfeile. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was Zeit mit Energie Schaden macht. Das ist ja mehr ein Drauffallen als was anderes. Bei ihm kann ich nichts verteilen. Bei ihr könnte ich die Feuerpfeile, aber ich will, glaube ich, das Fast Quiver machen. Feuerpfeile benutze ich so selten. Und bei ihm kann ich nichts machen. Das war hier nochmal das nächste Level. Secret 2 von 2. Was war denn das Secret? Flaming Sword. Das ist cool. Das will ich haben. Mir fehlen noch 4 im Level und 5 von Enemies. Naja. Ich wette, der Typ gibt mir auf jeden Fall Erfahrung. Von daher. Schauen wir mal. Das muss ja nicht ein Endboss sein. Mhm.
Oh Gott. Ich höre euch doch. Kann ja jetzt abwechselnd wieder ein bisschen mit Feuerpfeilen rumschießen. Die brauchen so viel Mana, ist echt unglaublich. Also bleib ich doch erstmal beim Bogen. Außerdem ist Dreierpfeil cool. Und wie komme ich da jetzt am besten rüber? Die gingen unter, oder? Wie ein Stein. So. Mache ich wieder diesen Trick oder so. Ist nicht wirklich ein großer Trick, eine Planke zu bauen, aber... Na, vielleicht reicht's ja. Not ganz. So, waren das jetzt alle von euch Quellgeistern? Das Ganze nochmal. Okay, das war ein bisschen zu knapp. So, ein Gegengewicht hier hin. Kleineres daneben, das ist schon mal ein guter Anfang. Nein. Genau. Darauf mache ich dann das hin. Und rennen. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und jetzt muss ich... Ach, das war schon schwach. Quellgeister. Beende dieses Quietschen nicht. Wir haben jetzt nur noch Quell-Fledermäuse. Macht das Sinn? Egal. Komm. Danke. 3 und 2 Erfahrung fehlen. Und hier... Ja, das sieht schon wieder... Oh, ein Regenbogen. So nach Ende aus. Nee, ein bisschen ist es noch. Quellgeister zum Beispiel. So, was gibt's denn hier unten? Ups. Ich wollte nicht loslassen. Ernsthaft nicht. Das war ein reines Versehen. Ja. Ich gehe aber einfach mal zurück, weil ich glaube, mit ihr ist das wesentlich einfacher, da mal rüber zu schwingen, als mit den anderen Pappenheimern sich da einen Weg zu bahnen. Darum erwecke ich sie wieder. Ist ja nicht so weit. Hui und jui und jui. Das war kein Jui, aber ihr wisst, was es werden sollte. Juis. So. Na gut, so schwer wäre es vermutlich gar nicht mal gewesen mit den anderen. Da ist noch einer. Ja, stirb. Gut, das eine ist da irgendwie noch inaktiv. Ah ne, das geht nur nach Timing. Oh Gott. Positiv, ich habe die Erfahrung da geholt. Das heißt, ich kann jetzt nach hier oben und da ist auch der nächste Speicherpunkt. Mir fehlen noch 1 im Level und 2 von diesen Viechern. Komm, sterb und gib mir Erfahrung. Seid brav. Ich sagte, seid brav.
Ach Mist, ich wollte sowieso gerade wechseln. Ach ja, und hier oben war der Speicherpunkt. The cool way. Bei sowas möchte ich mal nachgucken. In a single level, kill one monster by jumping on it with the knight, one with the wizard abilities and one with Thief's grappling hook kick. Yeah. Ich bin auf ihn drauf gesprungen, das ist doch erfreulich. Autsch. Ja, ich hätte ein paar mehr Achievements haben können, weil ich glaube, es gibt für jeden Level ein Achievement, wenn man sämtliche Erfahrung holt. Und das habe ich bislang irgendwie ja nur im Tutorial geschafft, was ernüchternd ist. Ja, endwürdig. Oh. So, kann ich jetzt? Danke. Sehr freundlich. Ich suche immer noch eine eine Erfahrung. Und wer den habe ich irgendwo übersehen? Es sah schon wieder so nach Ende aus. Ich gucke nur noch mal hier in dem Raum nach, ob mir irgendwas so direkt auffällt. Sonst kann ich es leider nicht ändern. Das Ganze ist nun mal blind. Ja, und hier war das mit dem Doppel, da auch runter habe ich. Nehme ich lieber noch ein Säurebad, soll gut für die Haut sein, habe ich gehört. Falten wegmachen. Zumindest sind Falten danach kein Problem mehr. Tja, mal wieder. Nicht alle Erfahrungen gefunden. The night came so very fast, ushered by the forces of evil. It was only a matter of time before the inevitable would happen. But for now, the forest stood strong against the invaders. Perhaps because the artifacts had been created nearby. There was hope yet. Ja, Hoffnung. Gut, das war's mal wieder und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut.